Hallihallo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um die neuen MacBook Pro Modelle. Und zwar hat Apple die neuen MacBook Pro Modelle vorgestellt, ohne irgendein großes Ding draus zu machen. Sie haben die einfach klein und geschmeidig vorgestellt. Und zwar handelt es sich hier um ein MacBook Pro, und zwar das beste, das Top MacBook Pro Modell, kostet 8000 Euro. Fangen wir mal an. Was hat sich alles geändert? Also, die neuen MacBook Pros haben neue CPUs, das bedeutet, die Leistung ist verbessert worden, haben eine neue Tastatur und einen True-Tone-Display. Der True-Tone-Display ist das Display, das wir auch kennen aus dem iPhone und iPod. Das bedeutet, dass die Farben sich etwas ändern und auch besser für die Augen sein sollen. Die neuen MacBooks haben dazu aber auch einen Hey Siri-Chip bekommen, wie Apple dies nennt. Und zwar ist das einfach ein Chip, der es ermöglicht, dass man auch jetzt auf einem MacBook Siri benutzen kann. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Die einzigen Versionen, die aber erneuert worden sind die Versionen mit der Touchbar. Die Versionen ohne Touchbar wurden nicht erneuert. Was hat sich noch geändert? Die Tastatur soll leiser sein. Also wenn man jetzt drauf schreibt oder so, drauf tippt, dann soll die Tastatur leiser sein. Und die beiden erneuten Modelle sind halt das MacBook Pro 13 und 15 Zoll mit der Touchbar. Kommen wir jetzt zu dem 8000 Euro teuren MacBook. Und zwar ist das Top-Modell von allen MacBooks Pros, die es momentan gibt. Und zwar handelt es sich um das 15 Zoll MacBook Pro, das einen 6-Kern-Prozessor hat, und zwar einen i9 mit 2,9 GHz. Dieses MacBook hat auch 32 GB RAM und kann bis zu einer 4 Terabyte großen SSD haben. Also dieses MacBook ist wirklich schon nicht schlecht, zumal man sich überlegt, dass es sich hierbei um ein MacBook und meinen Laptop handelt. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert. Ich sage bis zum nächsten Video. Ciao.